Wenn ihr mal das Gebet betrachtet, dann sind wir im Sujud am niedrigsten, oder? Sujud ist am niedrigsten. Aber die Zeit im Sujud ist relativ kurz. Die meiste Zeit verbringst du im Stehen. Und dein Leben ist auch so. Allah gibt dir diese niedrigen Positionen nicht dein ganzes Leben lang. Keine Sorge. Aber das, wenn er dir das gibt, dann bereite dich darauf vor, dass er dich zurückruft. Das ist der Sujud. Und wenn du aus dem zweiten Mal aus dem Sujud ausstehst, dann ist deine Rakah schon vorbei. Ein Abschnitt von deinem Gebet ist vorbei. Und wenn du das mehrere Male gemacht hast, zweimal im Fajr-Gebet, viermal im Duhr-Gebet, die Gebete sind verschieden lang, dann kommt der Moment, der für deine Seele am schwersten ist von allem. Wenn du Fajr betest, Fajr sind zwei Rakah, oder? Zwei Rakah. Du betest zwei Rakah, nach dem letzten Sujud, wo du Allah so nahe warst, setzt du dich hin. Du stehst nicht auf, du machst nicht weiter. Du liest At-Tahiyyatu lillahi wa salawatu wa tayyibat. Das ist für deine Seele der schwerste Moment im ganzen Gebet. Dann wisst ihr, was das ist? Abschied. Dieses Gespräch mit Allah, das ist jetzt zu Ende. Jetzt ist vorbei. Jetzt kommt Abschied nehmen. Und ob du das merkst oder nicht, für deine Seele ist es Trauer. Du liest, du fängst an, das zu lesen und deine Seele, wenn sie weinen könnte, sie würde weinen in diesem Augenblick. Deine Seele hat nichts anderes als ihre Beziehung zu Allah. Die interessiert sich kein bisschen für dein Geld, deine Frau, dein Auto, alles braucht sie alles gar nicht. Die hat nur diese kurzen Momente mit Allah. Und du hast jetzt dieses Gebet, diese paar Augenblicke und die sind jetzt vorbei und deine Seele weint. Du nimmst Abschied von Allah, subhanahu wa ta'ala. At-tahiyyatu lillahi wa salawatu wa tayyibat. Wenn du es übersetzen willst, so wie die schönsten Begrüßungsworte sind vor Allah und die Segnungen. Das ist ungefähr die Bedeutung von dem, was du liest. Du verabschiedest dich von Allah nicht mit Assalamu alaikum. Das sagen wir so unter uns. Wenn du dich von Allah verabschiedest, alle Friedenswünsche und alle Segenswünsche und alle Begrüßungen überhaupt sind für ihn. Es passt nicht, dass du von Allah weggehst und sagst Assalamu alaikum. At-tahiyyatu lillahi wa salawatu wa tayyibat. Alles Reine und alles Gute, alle Segenswünsche, alle Begrüßungen sind nur für Allah. Das ist gegenüber Allah. Und du verabschiedest dich auch vom Propheten Sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaika ayyuha an-nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Mich hat mal jemand gefragt, wie das sein kann. Das Gebet ist ein Gespräch zwischen uns und Allah. Warum erwähnen wir den Propheten Sallallahu alaihi wasallam darin? Ist eigentlich nur eine Sache zwischen dir und Allah. Aber ohne den Propheten Sallallahu alaihi wasallam kommst du in deinem Leben sowieso nicht klar. Er ist derjenige, der dir diesen Weg zu Allah gezeigt hat. Und es ist eine Auszeichnung von Allah für den Propheten Sallallahu alaihi wasallam, dass wir ihn im Gebet erwähnen. Er ist der Mensch, der im Leben deine höchste Stellung hat. Und nicht nur für ihn sprichst du Salam. Assalamu alaika ayyuha nabi. Friede sei mit dir, o Prophet. Das ist nicht nur für den Propheten. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Und der Friede sei auch mit uns und mit den rechtschaffenden Dienern. Salam. Für den Propheten sallallahu alaihi wasallam und für uns. Wisst ihr, was Assalamu alaikum eigentlich ist? Es bedeutet ja auf Deutsch so etwas wie Friede sei mit dir. Wenn du das zu jemandem sagst, das ist wie ein Vertrag mit ihm, wie eine Erklärung. Du sagst zu jemandem Assalamu alaikum, er sagt zu dir Wa alaikum salam. Und jetzt sagt ihr beide, zwischen uns gibt es nichts außer Frieden. Es gibt keinen Hass zwischen uns, keine Abneigung, kein Zorn, kein Streit, gar nichts. Das ist Assalamu alaikum. Das ist das, was du zu jemandem sagst. Im Gebet sitzt du vor Allah und sagst Assalamu alaikum. Du bestätigst das nicht nur beim nächsten Treffen zwischen den anderen Brüdern und Schwestern. Du bestätigst gegenüber Allah, zwischen uns gibt es nur Frieden. Zwischen uns und den rechtschaffenden Dienern, es gibt nur Frieden. Es gibt keinen Streit. Es gibt keine Abneigung in deinem Herzen. Das bestätigst du, wenn du sitzt vor Allah. Und du liest weiter im Gebet, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Wisst ihr, was das ist? Das ist die Shahada, oder? Die Shahada ist das, was alle Muslime auf diesem Planeten verbindet. Kein einziger steht nicht hinter diesen beiden Worten. Keiner, ohne Ausnahme. Ob der andere komische Sachen hat, ist ein Thema für sich. Aber es ist das, was alle verbindet. Allah, der Prophet, die Gläubigen und die Shahada. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Es gibt Gründe dafür, warum wir das im Gebet lesen und am Ende. Nach dem Gebet ist das Gespräch mit Allah vorbei. Wisst ihr, was dann anfängt? Die Gespräche mit den Menschen. Du hast jetzt wieder mit den Menschen zu tun.
Und jetzt hast du mit den Menschen zu tun, mit denen du gerade oder wo du gerade im Gebet bestätigt hast, zwischen diesen Leuten gibt es nur Frieden. Assalamu alaikum. Die siehst du jetzt nach dem Gebet. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Und jetzt kommt schon fast der Abschied, die letzten Worte. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ala Muhammad, kama sallaita ala Ibrahima wa ala ala Ibrahim. Eine der letzten Worte sind die Salawat, die Segnungen auf den Propheten. Allah segne Muhammad und seine Familie, wie du Ibrahim und seine Familie gesegnet hast. Das ist ungefähr die Bedeutung. O Allah, segne Mohammed und seine Familie, wie du Ibrahim und seine Familie gesegnet hast. Und wenn du die Segenswünsche für sie sprichst, das macht man nicht einfach so. Hm? Allah sagt das im Koran. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Allah und die Engel, sie sprechen Segenswünsche für den Propheten. Ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. O ihr Gläubigen, sprecht Segenswünsche für ihn. Normalerweise im Koran sagt Allah einfach, oh ihr Gläubigen, macht dies oder macht das. So fängt der Vers an. Hier fängt der Vers im Koran anders an. Allah sagt zuerst, Allah und die Engel, sie sprechen Segenswünsche für den Propheten. Macht ihr das auch, ihr Gläubigen? Du folgst Allah. Allah sagt schon, wir, ich mach das. Ich mach das und meine Engel machen das auch. Wer bist du, dass du nicht hinterherkommst? Was ist das für eine Ehre für den Propheten? Normalerweise im Gebet, wenn wir so an unsere Verwandten denken, dann machen wir Dua, dass Allah ihnen verzeiht, dass sie ins Paradies gehen. Aber mit dem Propheten ist anders. Wir wissen, er ist im Paradies. Wir machen Dua für ihn mit diesen Segenswünschen. Das ist somit das Edelste, was du für einen Menschen machen kannst. Für den Propheten und für einen anderen Propheten, Ibrahim. Wenn du aus dem Gebet rausgehst, dann sei wie diese beiden Menschen. Du sprichst Segenwünsche auf Ibrahim. Gehst du aus dem Gebet raus, sei wie Ibrahim. Ibrahim wird im Koran beschrieben als eine Umma. Eine Nation für sich. Ein Mann, eine Umma. Er selber war eine ganze Nation. Er stand in seinem Leben alleine gegen eine ganze Nation. Normalerweise im realen Leben, wenn eine Nation gegen eine andere kämpft und sie sind schwach und alleine, dann holen sie sich Unterstützung. Ibrahim nicht. Der war alleine gegen seine Nation und er kam damit klar. Und als seine Nation ihn ins Feuer wirft, er ist drin im Feuer, wir kennen die Geschichte von ihm. Seine Nation wirft ihn ins Feuer, er braucht immer noch nicht die Hilfe von einer anderen Nation. Der Engel Jibril kommt zu ihm im Feuer, er sitzt dort und fragt ihn, Ibrahim, brauchst du was? Und Ibrahim sagt zum Engel Jibril, von dir nicht. Das ist eine Nation. Ibrahim selber war eine Nation, von dir nicht. Eine Nation bist du dann, dein ganzes Volk ist gegen dich und du bist alleine. Der Engel Jibril, der mächtigste von allen Engeln, bietet dir Hilfe an und du weißt genau, brauche ich gar nicht. Was kannst du mir geben, was Allah mir geben kann? Oder was Allah mir nicht geben kann? Von dir nicht. Wenn du aus dem Gebet rausgehst, dann sei Ibrahim. Und wenn du aus dem Gebet rausgehst, dann sei, oder folge, dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Das wissen wir eigentlich sowieso schon, ne? Oder? Das ist kein großes Geheimnis. Wir sind ja Muslime. Muslime, wir folgen Koran, wir folgen Sunnah. Das sind unsere Sunnah. Koran und Sunnah. Was ist Sunnah überhaupt? Was verbindet man so damit? Sunnah ist ja der Lebensweg des Propheten. Das ist sein Vorbild. Sein Weg, so wie er sich benommen hat, verhalten hat, das ist Sunnah. Was war das zum Beispiel? Ich fange mal an, so Dinge, die mir in den Kopf kommen. Sunnah ist zum Beispiel, dass du von deinem Vermögen spenden kannst, ohne Angst zu haben vor Armut. Das ist eine Eigenschaft des Propheten. Sunnah ist zum Beispiel, dass wenn jemand dich beleidigt, dass du keinen Wunsch im Herzen hast, ihn zurückzubeleidigen. Interessiert dich gar nicht. Du bist mit Allah, was interessiert dich das, was er sagt? Sunnah ist, dass du nicht wütend wirst, außer wenn es um die Religion geht. Nicht um persönliche Dinge. Es kommt gar keine Wut in dir hoch. Das ist eine Sunnah. Sunnah ist zum Beispiel, wenn deine Frau dich vor deinen Gästen blamiert, dann gehst du cool damit um. Es gab eine Begebenheit, wo der Prophet Gäste hatte bei seiner Frau Aisha und sie wollte Essen vorbereiten. Und eine von seinen anderen Frauen, die war schneller und hat Essen bringen lassen. Und Aisha war eifersüchtig. Sie nimmt das Essen und schüttet alles aus. Und der Prophet ist locker damit umgegangen. Der hatte einen coolen Spruch und sagt, es ist schon in Ordnung. Das ist Sunnah.
Du hast Gäste zu Hause, deine Frau macht irgendwas und sie blamiert dich vor all deinen Gästen und du gehst cool damit um. Das ist zum Beispiel eine Sunna. Sunna sind die regelmäßigen Gebete, die man, ne? Nach dem Pflichtgebet macht man seine Sunna-Gebete. Sunna ist, dass man in der Nacht aufsteht zum Gebet. Sunna ist zum Beispiel auch, dass man nur Gutes spricht oder schweigt. Sunna ist, dass du nur Gutes sprichst oder schweigst. Das ist alles so Dinge der Sunna. Einverstanden soweit? Ist das so Sunna? Ungefähr könnte man das so beschreiben. Es gibt noch mehr Punkte, man kann ein Buch drüber schreiben. Aber das sind alles so Teile von der Sunna, oder? Okay. Wenn da draußen jetzt ein Bruder wäre, und ich würde euch jetzt hier sagen, Mashallah, gleich, da kommt ein Bruder so richtig auf der Sunna. Was würdet ihr jetzt darunter verstehen? Was? Würdet ihr jetzt darunter verstehen, Mashallah, gleich kommt ein Bruder, wenn ich bei ihm zu Gast bin und seine Frau blamiert ihn vor mir, der geht cool damit um. Das ist ja Sunna, haben wir ja gerade gesagt, oder? Hättet ihr diese Idee im Kopf? Hättet ihr die Idee im Kopf, dass wenn jemand diesen Bruder beleidigt, er geht cool damit um, es interessiert ihn nicht. Er wird wütend nur für Allah, aber nicht wegen persönlichen Beleidigungen. Wenn ich das sagen würde, Mashallah, ein Bruder auf der Sunna, hättet ihr dieses Bild im Kopf? Hättet ihr das Bild im Kopf, wenn jemand bedürftig ist, er würde ihm spenden, ohne dass er Angst hat vor Armut? Ist ja Sunna, oder? Hättet ihr dieses Bild im Kopf? Würdet ihr denken, das ist einer, er wird niemals etwas sagen, es sei denn, es ist was Gutes? Nee, oder? Wenn ich sagen würde, hier vorne, da ist ein Mashallah, ein Bruder, so richtig auf der Sunna, wir hätten genau ein einziges Bild im Kopf. Das ist ein Bruder, der kommt da rein und Mashallah, der hat so ein Bart. Das ist alles. Das ist alles. Und wisst ihr was? Das ist die komplette Entwertung von diesem Wort Sunna. Vollständig. Wenn das in unseren Köpfen drin ist, Sunna hat keine Bedeutung. Und nicht, dass das einer falsch versteht. Ist eine gute Sache. Das ist eine Sunna. Und ich mache das auch deswegen. Ich habe das nur deswegen, weil das Sunna ist. Sonst hätte ich das nicht. Ich habe damit angefangen als Muslim, weil das Sunna ist. Das ist gut. Keine Kritik daran. Die Kritik ist daran, dass es darauf reduziert wird. Stellt euch das Ganze mal umgekehrt vor. Stellt euch mal vor, da wäre ein Bruder und der wäre so wie die Sunna. Der würde so cool mit seiner Frau umgehen. Du könntest den beleidigen, es interessiert ihn kein bisschen. Wenn du ihn nach Geld fragen würdest, er gibt dir was, er hat keine Angst vor Armut. Er hätte all diese Eigenschaften, er hätte nur ein einziges Problem, er wäre glatt rasiert. Wenn ich sagen würde, Mashallah, das ist ein Bruder nach der Sunna, alle würden gucken, hä, was? Der? Hä? Der doch nicht. Keine Kritik daran. Das ist eine schöne Sache. Wirklich eine gute Sache. Aber wenn das unsere Idee ist, es hängt einzig und allein davon ab, dann haben wir ein echtes Problem. Wenn wir im Gebet sagen, Allahumma salli ala Muhammad, das ist so das höchste Lob, was du einem Menschen geben kannst. Wenn du dann aus dem Gebet rausgehst und alles, was du von diesem Menschen mitnimmst nach Hause, aus diesem Gebet, aus dem Gespräch mit Allah, ist seine Gesichtsbehaarung. Wenn das alles war, es hat nicht viel gebracht. Allahumma salli ala Muhammad. Und wenn wir das Gebet beenden, wenden wir unseren Kopf nach rechts und nach links. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wen begrüßen wir da überhaupt? Wer ist das? Das sind die beiden Engel. Du begrüßt die beiden Engel, die bei dir auf den Schultern sitzen. Auf der rechten Schulter sitzt der, der deine guten Taten aufschreibt. Auf der linken Schulter sitzt der, der die schlechten Taten aufschreibt. Wenn du aus dem Gebet rausgehst, bevor du rausgehst, jetzt ist der Moment, du verlässt das Gespräch mit Allah, die Tür geht auf, du bist raus. Du gehst nicht raus, bevor du dir nicht im Klaren darüber bist, es gibt zwei Leute, die schreiben jetzt alles auf, was du machst. Das Gebet ist dafür da, um dich Allah näher zu bringen. Und du liest im Gebet was? Du liest den Koran, die Rechtleitung für dein Leben. Hat das alles was gebracht oder nicht? Das sind die beiden Leute. Die werden es am Ende, die werden dir das schon zeigen, ob das Gebet was gebracht hat oder nicht. Man macht das hier auch im echten Leben. Ihr kennt so, ich weiß nicht. Ja, wenn du was angestellt hast und die Polizei möchte dich überwachen, dann geben die dir manchmal also als Auflage, dass du dich einmal in der Woche bei der Polizei meldest. Einmal die Woche, jeden Mittwoch musst du hinkommen, du musst nur einfach begrüßen. Ne? Hallo, ich bin da. Das machen die deswegen, damit du nicht vergisst, hey, es gibt Leute, die haben ein Auge auf dich. Und dasselbe machst du im Gebet.
Du schleppst den ganzen Tag zwei Leute mit dir herum. Zwei Engel. Und sie haben ein Auge auf dich und schreiben das auf, was du machst. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Jetzt kannst du rausgehen. Du hast vor Allah gestanden. Du hast dich vor ihm klein gemacht und erniedrigt. Du hast seine Rechtleitung gelesen. Du hast Dua um Rechtleitung gemacht und aus seiner Rechtleitung zitiert. Und all das ist nicht einfach so, es soll dein Herz ändern. Ob es dein Herz geändert hat, das kommt jetzt. Der Moment kommt jetzt. Du gehst in die Welt hinaus, du hast das Gespräch mit Allah verlassen. Die Engel haben ihre Stifte genommen und fangen an zu schreiben. Und jetzt wird es sich zeigen. Das Gebet ist nicht einfach so in unseren Tagesablauf eingebaut. Es soll etwas mit deinem Herzen machen. Und all das, was wir sagen, hat eine Bedeutung. Mehr als das, was ich gerade in der Lage war, überhaupt zu erzählen. Nehmt das mit in euren Alltag. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Vielen Dank fürs Zuhören.